Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Es ist Samstagmittag. Es ist kurz nach 2. 14 Uhr. So. Ich bin auf meinem ersten Trip mit meiner neuen Firma. Und ich habe ja im Short gesagt, aber es gibt ja Leute, die gucken nicht in den Short. Es geht für mich nach, wieder überlegen, Neufundland. Ich würde das immer wieder auf Englisch aussprechen oder sagen, weil das hört sich ja so ähnlich an. Neufundland, Neufoundland, ne? So. Aber muss ich mich immer ein bisschen konzentrieren. So, was habe ich hier gemacht? Ich habe hier gerade eben einen Bomber getankt. Bomber ist ein gutes Wort für den Truck, oder? Oder wollen wir wieder eine Namensabstimmung machen? Ah, vielleicht später. So, ich habe hier getankt, habe geduscht, rieche gut, sehe noch attraktiver aus als vorher und fahre jetzt noch bis zur Fähre. Das heißt, ich fahre jetzt nach Sydney. Das sind ungefähr noch so 400, 420 Kilometer. Und ich habe ja gesagt, es ist 2 Uhr, 14 Uhr. Also werde ich da so ganz grob gesagt zwischen 19 und 20 Uhr nachher sein. Und um 23.30 Uhr, also kurz vor Mitternacht, geht die nächste Fähre los. Die soll dann 8 Stunden dauern. Aber da kann ich gar nicht viel von erzählen, weil ich habe keine Ahnung. Ich bin noch nie dahin gefahren. Ich bin freudig überrascht, dass ich dahin fahre, weil ich merke jetzt nach und nach, dass das zwar alles gut war mit dem vorherigen Job, dass man wusste, was man verdiente und was immer das Gleiche gefahren ist. Aber jetzt kommt man mal raus. Und das ist auch ein geiles Gefühl. Und Neufundland finde ich mega geil. Mega. So, hier ist T-Shirt-Wetter, hier sind so 12, 13 Grad, aber die Sonne brennt. Das fühlt sich an wie in Deutschland, als wenn es jetzt 17, 18 wären. So. Aber ist doch egal. Das Mikrofonkabel ist so krumm. Ist er aber angeschlossen? Ja, ist angeschlossen. Hat er akzeptiert. Gut. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich habe Montag den Ausfahrttermin. Ich weiß ja nicht, also wenn ich da gegen 20 Uhr hinkomme, dann kann ich ja 2 Stunden stehen. Und wenn ich dann auf die Fähre fahre, dann kann ich noch mal 8 Stunden stehen. Dann habe ich ja meine Pause voll. Und dann könnte ich von da aus den Rest fahren. Also von hier aus sind es noch genau 1500 Kilometer. Der Seeweg wird natürlich wahrscheinlich abgezogen. Ich glaube nicht, dass mein Navi so schlau ist und das abzieht. Ne? Und dann weiß ich nicht. Also wie gesagt, es ist was ganz Neues. Ich nehme euch mit. Ich möchte euch überraschen. Ich möchte euch daran teilhaben. Also wie gesagt, wir fahren jetzt da runter und dann kommt irgendwann Cape Breton. Cape Breton, da war ich schon 100 Mal, aber jetzt schon lange nicht mehr. Und Cape Breton ist wunderschön. Also es ist so schön. Das ist Natur. Das ist schön. Deshalb werde ich wahrscheinlich auch gleich sehr viel fahren filmen. Aufnahmen während des Fahrens machen. So. Und dann ist gut. Das nächste ist, ich werde da einen Mehrteiler draus machen. Ich hatte ja im Short gesagt, Donnerstags und Sonntags ist eigentlich Videotag. Diese Woche war es ein bisschen anders. Dementsprechend ändert sich das jetzt. Also nicht auf Dauer, sondern erstmal für diese Woche. Ich sage es aber an, damit ihr Bescheid wisst. Diese Woche kommt kein Sonntagsvideo. Ihr seht das ja jetzt, weil dieses ist das Montagsvideo. Dann kommt ein Dienstagsvideo, dann kommt ein Mittwochsvideo und vielleicht kommt noch ein Donnerstagsvideo. Ich weiß es nicht. Kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich zum Filmen habe und wie viel ich filmen kann. Ne? So, wie viel Zeit ich habe, wie viel filmen kann und wie viel Teile ich davon machen kann. Und ja, alles super. Ne? Ich freue mich, dass ihr dabei seid und dass ihr das mit mir gemeinsam teilhabt. Dass ich das mit euch teilhaben kann. Was ist denn heute mit meinem Deutsch wieder los? Schon wieder total durcheinander. Ja, ich habe einen Prince Freightlines Trailer hinter meinem Duca Trans Truck. Das heißt, diese Firma wurde, glaube ich, übernommen von meinem Chef. Aber genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall stehen bei uns ganz viele Prince Freightlines auf dem Hof und auch noch ein paar Trucks mit Prince Freightlines. Aber der eigentliche Firma, wo ich angestellt ist, Duca Trans. So. Ja, wie gesagt, Truck läuft schön. Schöner Truck. Ne?
Das ist Cascadia, ne? Das ist Cascadia. So, wo habe ich jetzt meinen Schlüssel? Ich habe nicht nur einen. Und es ist immer gewohnt, dass ich einen Schlüssel in der rechten Hosentasche habe. Und jetzt habe ich gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Aber die Tür ist noch offen und der Schlüssel steckt. Gut. So, ja, hier ist Tote Hose. Dann habe ich gesagt, 1500 Kilometer. Also ich schätze, wie fährt denn so eine Fähre? 40, 50? Weiß ich nicht. Vielleicht sind es von da aus noch 700, 800 Kilometer vom Hafen bis zum Kunden. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall habe ich auch keine, ich habe Montag Anlieferungstermin, aber auch keine Uhrzeit. Aber ich habe das eigentlich so geplant, dass ich, wie gesagt, gleich 2 Stunden im Hafen stehe, dann aufs Schiff fahre, 8 Stunden Pause mache. Dann kriege ich, glaube ich, eine Koje, so wie mir das gesagt worden ist, also einen Schlafplatz. The Bank, ne, das heißt ja zum Beispiel Bank, das heißt auf Deutsch Koje, ne, das Bett, also hinten die Hütte dran. Also eine Bank, ne, eine Koje, dann kann ich ja schlafen und morgen früh, ja, wenn das Ding um 11:30 losfährt, dann ist das Ding ja um 7:30 da. Dann bin ich ja um 7:30 da. Ich weiß ja nicht, wie weit das da noch ist, ich habe keine Ahnung. Wir werden das sehen. So, okay, ich werde jetzt hier meine Jacke ausziehen. Ey, ich schwitze in meiner Übergangsjacke. Und da habe ich das T-Shirt mal wieder angezogen, ne? Weil jetzt war ja Winter, nach einem halben Jahr angezogen. Und ich habe gedacht, es wäre enger, aber es ist nicht so eng, es ist weiter. So, Torque. Torque steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook, Kanada, Trucker Philipp. Kommt mal rein, es ist eine Supergruppe. 683 Mitglieder, einer ist gegangen. Es waren mal 684, einer ist gegangen. Gut. Und das nächste ist, was ich sagen wollte, ist noch, drück mal die Glocke, es kostet nichts, es riecht nach Diesel. So, bis später. Take the highway. Yeah, I'll have to.
So, ich bin in Cape Breton. Wenn ich irgendwann mal in eine Midlife-Crisis komme, ne, dann kaufe ich mir so ein Auto. Finde ich voll geil, so eine Corvette. Wenn ich irgendwann mal als verzweifelter alter Mann einen Ego-Push brauche, dann kaufe ich mir so ein Auto. Oder vielleicht vorher. So, ja, ich habe, glaube ich, jetzt noch 200 Kilometer, 150 Meter, weiß ich nicht genau. Ich bin in Cape Breton jetzt. Und vorne ist das Wasser. Ich werde euch gleich noch ein paar schöne Strecken zeigen. Ich hoffe, das kommt mit der 360-Grad-Kamera drüber. Kann man das von hier sehen, die Brücke? Ich fahre doch gleich über eine Brücke. Ja, da vorne. Oder? Ja, genau, da fahre ich gleich rüber. Nicht noch weiter zu mir fahren. Fahr mal da rum. Da fahre ich gleich her. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Da ist eine grüne Brücke, da ist so ein Drahtgestänge hier, so ein Eisenbrücke. Wie auch immer. Ist ja egal. Ja, super. Geiler Typ. Ja, ich habe hier angehalten, weil ich jetzt speisen möchte. Ich möchte gerne was essen. Ich habe Hunger. Ja, ich werde so gegen 7, 8 Uhr, habe ich ja eben gesagt, im Hafen sein. Und dann bin ich sehr früh da. Und dann kann ich meine Pause splitten. Dann mache ich 2 Stunden Pause im Hafen und 8 Stunden auf dem Schiff. Und wenn ich da runterfahre, habe ich meine Pause voll. Ne? So. Und dann ist es gut. Truck läuft super. Schöner Truck. So. Hungrig.
700 meters, go around the rotary. First exit, then turn left.
Bruno, ich bin jetzt am Hafen. In Sydney. Sydney, Nova Scotia. Und von hier geht die Fähre los. Ich habe eben eingecheckt, hier sind ganz viele Trucks. Und die Fähre, wir sollen da glaube ich in 2 Stunden drauf fahren. Da vorne sind die beiden Fähren. Hier ist ganz viele Autos warten hier. Oh, ist das schön. Samstagabend-Romantik, Trucker-Romantik. Ja. Gekostet hat der ganze Spaß $735. Also kostet das eine Fahrt oder 2 Fahrten? Muss ich mal gleich nachgucken. Aber ich glaube, es kostet eine Fahrt. Also egal. Und dann kriege ich eine Kabine und dann muss ich mir teilen. Ich hätte ein Upgrade buchen können, das hätte mich aber $80 gekostet. Ich glaube nicht, dass ich für 7 Stunden $80 bezahlen möchte. Kriege ich mich da rein, schlafe dann. Und wenn der pupt, der andere, dann pupt der. So. Ja. Aber es war eine schöne Fahrt hierhin, hat Spaß gemacht und ich möchte das Video beenden, weil morgen, das ist der erste Teil, morgen kommt Teil 2 und so habe ich eben geguckt, wie weit das noch ist. Morgen fahre ich da, wo ich ankomme, fahre ich bis zum Kunden 900 Kilometer, ungefähr 900 Kilometer. Und das soll dann Teil 2 werden. Na? Dies ist das Montagsvideo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Drückt mal die Glocke. Es kostet nichts und es riecht nach Diesel. Und ihr seid immer auf dem Laufenden bei meinen neuen Abenteuern als Trucker. Mal gucken, was mich nächste Woche erwartet. Aber jetzt erstmal... Einen von diesen beiden Kuttern muss ich besuchen. Mal schauen, vielleicht kann ich gleich noch, vielleicht filme ich jetzt hier nach diesem, ne, wenn ich hier zu Ende geredet habe, vielleicht filme ich doch, wie ich auf das Schiff drauf fahre. Und morgen, wie ich runterfahre? Ne, wie ich drauf fahre. Dann könnte ich morgen runterfahren, wenn ich das darf. Lasst euch überraschen, was hier nach noch kommt. Bis dann, ne? Tschüss.